Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier ein Ural-Modpack vorstellen. Ist auch ein Forst-Modpack eher gesagt. Hier haben wir hier einmal hier den Ural-Druck. Der kostet 62.000 Euro. 83 haben wir schnell. 210 Liter Tankvolumen, 240 PS, 177 kW, 130 Euro Unterhalt. Den kannst du hier auch nicht optimieren, wie du siehst. Dann kommen wir jetzt zu den Forstobjekten. Das ist jetzt einmal hier, das ist jedes Mal anders da, interessant. So, hier fangen wir mal an, hier bei den Ural. Den Namen, da spreche ich nicht aus, dann lasse ich es besser gleich hier. Der kostet 66.000 Euro, 83 km/h, 210 Liter Tankvolumen, 240 PS, 177 kW, 160 Euro Unterhalt. Da hat hier, wie man sieht, hier nichts zu optimieren. Das ist hier ein Kran. Da dazu gehört hier einmal hier hinten. Der Hänger, der kostet 8.000 Euro und 60 Euro Unterhalt. Dann hier kommen wir hier zu den nächsten Ural, der kostet 43.000 Euro, 83 km/h schnell, 210 Liter Tankvolumen, 230 PS, 169 kW, 220 Euro Unterhalt. Du kannst ihn nicht optimieren. Dazu gehört hier einmal der Hänger mit der Pendelachse oder Drehschemel, wie man sagt, der kostet 20.000 Euro, 30 Euro Unterhalt am Tag. Den kannst du hier auch nicht optimieren. Dann kommen wir hier zu den Hänger, eher gesagt Auflieger für den Holztransport auch. Wie man weiß, jetzt hier, das handelt sich ja um einen Forstmod, der kostet 30.000 Euro, 120 Euro Unterhalt und kannst hier nicht optimieren. Der ist für den ersten Mod. So, und jetzt haben wir hier die ganzen Sachen. Ich habe jetzt mal das hier mal schon mal aufgebaut, dass man sieht hier das Ganze. Also, er sieht hier schön alt hier aus. Und man sieht hier, das ist jetzt hier der erste Ural, den ich vorgestellt habe. Und hier dazu der Hänger. Der kippt hier ab hier. Die Lichter hier funktionieren, Rückfalllicht, das Ganze. Das hier der Hänger mit dem Drehschirm auch. Du kannst hier noch einen weiteren dranhängen, wenn du gut bist, so und rückwärts fahren. Und dann hier einmal der für den Holztransporter. Ist ein sehr schöner Mod. Ich habe hier schon mal eine Vision vorgestellt, nicht Mission. Naja, Versprecher gehören dazu. Nobody is perfect. Ich bin es nicht, jedenfalls nicht. So, mit X klappe ich das Ganze hier zurück, wie man sieht. Ist wirklich sehr schön gemacht. Dann gehen hier oben ja die Riemen drauf. Das erste Mal habe ich mich gewundert, wie kriege ich die Riemen weg? Naja, also hier hängt man erstmal ab. Dann sehen wir hier auf der rechten Seite, da gehen hier die Unterlegkeile drunter. Hängen wir wieder dran. Dann tun wir mal ein Rückwärtsfahrlicht mal, dass mal schauen, ob es funktioniert. Ja, wir haben den Rückwärtsgang drin, das funktioniert. Und starten wir mal hier innen drin. Die Lichter funktionieren auch. Die Armaturen sind hier animiert, wie man hier sieht. Oh, jetzt die Spiegel funktionieren genauso. Und da werden wir jetzt mal kurz eine kleine Runde fahren. Jetzt gehen wir in die andere Ansicht her. Der Mod hier ist sehr geländetauglich. Ist so sehr gut hier animiert, wie man das alles sieht. Hier das Fahrwerk. Das gefällt mir ja so bei den Fahrzeugen so ganz gut. Der Auspuff, wie man sieht, hier, der macht genauso. Das ist ganz gut hier, mir gefällt das sehr gut. Der erreicht schon fast die 80 km/h, aber das schauen wir nachher, vielleicht mal einen anderen nachher. Weil sonst dauert das ganze Video zu lange. Hier haben wir noch eine Hängekupplung, da können wir hier noch einen Drehschemel dranhängen, wenn wir den nicht dranhängen wollen. Dann werden wir jetzt mal hier den Blinker testen, natürlich auch. Den Blinker ja funktioniert, wie man sieht. Sehr schön gemacht. Genauso. Hier Zusatzscheinwerfer vorne hier. Für Fernlicht mit nur mit 6. Dann schalten wir den mal aus. Und gehen jetzt mal zum nächsten rüber. Und da ist das gleiche hier mit X. Hier klappe ich hier den zurück. Da wechseln wir gleich den nächsten. Dann machen wir alle. Asynchron. Ja. Ich finde, das ist sehr schön gemacht. Hier die Gebrauchsspuren, der ist nicht neu.
Rückfahrlicht hat der Hänger nicht, aber der LKW, wie man sieht. Dann hier schauen wir mal, ob die Blinker funktionieren. Ja, die Blinker funktionieren. Hinten, vorne, mit 6, gleiche wie das Fernlicht hier. Zusatzscheinwerfer hat er hier keine. Horn. Jetzt gehen wir mal die Innenansicht. Da ist genau das gleiche. Hier ist alles animiert. Super Mod. Ups. So. Sieht man hier. Funktioniert alles. Jetzt Lenkrad genauso. Dann fahren wir hier auch nochmal so das Gelände, dass wir hier das richtig sehen. Ich finde, das ist sehr, wirklich sehr gut. Mir gefällt das eigentlich sehr gut hier. Weil die Fahrzeuge, das sind Arbeitstiere. Das sieht man richtig hier, wie die Achsen arbeiten. Je nach Untergrund, wenn du es aufsetzt, kannst mit den Fahrzeugen hier, wie du siehst, richtig gut fahren. Ich glaube kaum, dass du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt kein Reifkontroll, ich habe einen Reifkontroll drin, aber ich habe jetzt nichts aktiviert. Du kommst mit denen gut voran. Ich muss wirklich sagen, wo ich die Mod schon gestern gesehen habe, ich wollte gerne ein Video machen, aber ich war wirklich viel zu müde. Und dann geht der Spaß dabei flöten. Dann wäre ich schon gestern auf Nacht das Video rausgekommen, wo ich den gesehen habe. Und man sieht hier Reifenspuren, das alles liegt da auch. Und jetzt gehen wir hier zum nächsten hin. Und da sieht man ja auch, der ist nicht neu, der ist gebraucht hier mit dem Rost und so. Mir gefällt das. Ich sage immer so, die Geschmäcker sind verschieden. Also mit X ist genau das gleiche. Der fährt hier so in die Ausgangsposition, wie er jetzt ist, hin. Und fährt auch so zurück. Das gefällt mir sehr gut dran. Also das ist wirklich alles hier animiert. Das ist viel, viel Arbeit, viel Liebe steckt da drin in den Mod. So, dann tun wir jetzt erstmal mal schauen, ob die Blinker funktionieren. Die Blinker funktionieren, wie man sieht. Hier, ja, ich kann hier dann auch mit der Maus den manuell bewegen, aber wir wollen ja jetzt den Hänger. Dann kann ich den Hänger hier so zurückschieben. Je nachdem, wie lang das Holz hier ist. Und du kannst hier hinten hier noch verlängern. So wie dir die Lust und Laune ist. Rückfahrlicht hat er auch. Bremslicht, ja, habe ich mir die anderen leider vergessen. Aber funktioniert. Dann hier vorne Nummer 5 und hier beim Kran genauso. Funktioniert auch der Scheinwerfer. Nummer 6. Funktioniert alles. Starten wir gleich das Gerät und schauen wir mal. Ja, also es funktioniert hier alles bei diesem Ort. Er hat hier die Ansicht und hier die Normalansicht. Ich meine, das ist die Kranansicht. So, das sieht man jetzt genauso hier, also dass hier das alles gut funktioniert. Das ganze Fahrwerk. Aber wir sind jetzt schon bei den 8 Minuten angelangt. Also ich werde jetzt das wird noch heute mein letztes Video sein. Wie man hier sieht, hier, es funktioniert super. Das Fahrwerk hier super. Geht gut. Waschbar sind sie auf alle Fälle. So, ich werde jetzt mal hier das Video anschalten, das hier, was wir sehen. Jetzt werde ich mal Geschwindigkeit testen. Hoffentlich macht mein Aufnahmeprogramm damit, weil irgendwie es kommt immer, das sollte schneller funktionieren oder was. 70 km/h. Es dauert halt ein bisschen, aber so schnell fahren sie alle, etwa, je nachdem wie viel Ladung er oben hat, geht das ganz gut. Bremsgeräusch, ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust wieder rein, würde mich natürlich freuen, hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.